Ja, ich finde aber gut, dass wir vieles geschafft haben, jetzt schon zu finden hier in der Stadt. Ich mag hier mal den Abflug. Nicht mitten durch den Steinbruch, der ist so unübersichtlich. Wo geht's denn dahin? Zum Rand der Karte. Oh, ein schöner See. Moment. Minotaur fährt mit Finnen und besiegt den Anführer des Minotauren-Kriegstrupps. Okay. Also wir versuchen jetzt erstmal richtig zu dem. Da können wir nachher auch mal gucken gehen, aber. Na. Irgendwie scheint irgendwo noch jemand zu kämpfen. Boah, mein Gepäck ist fast voll. 198 von 200 und ich hatte so schön aufgeräumt. Dann kann ich ja nicht mehr aufs Pferd. Ein Pferd ist buggy. Lachs ab ins Wasser. Nichts machen, während ich schwimme. Krass. Ich wusste gar nicht, dass man so ungeschickt ist, wenn man schwimmt. Hier müssten wir jetzt aber richtig sein, oder? Da ist das Versteck. Seggers Versteck. Aha. Hier war. Ach, gut, ihr habt es gefunden. Hier war alles voller Goblins. Mal sehen, was jetzt da drin ist. Okay. Ich würde sagen, ein Alchemist, der böse Sachen braut. Oh, ein bisschen geradeaus. Meistens muss man immer erstmal geradeaus, ne? So, das finde ich cool, so. Indoorfluss mit extra Weg. Ein Mensch da. Hallo. Ist jemand hier? Aha, da. Sein bisschen EP muss doch drin sein. Tja, aber sonst ist hier nichts. Aha, da haben wir was. Auf dem Tisch liegt ein Schlüssel. Seht nach, ob er zu einer der Schubladen passt. Jo. Nicht für diesen Schreibtisch? Dann suchen wir das passende Schloss. Okay. Ich habe auch noch nicht den Alchemist irgendwie gefunden, ne? Aha, hier war schon jemand vor mir. Ich hatte vergessen, das Gold mitzunehmen. Ja, da vorne läuft er. Da drüben. Probiert den Schlüssel an dem Schreibtisch. Alchemist Surius. Die Bezahlung für unsere zwei letzten Proben liegt bei guter Arbeit. Wir haben ein weiteres Problem, das eure speziellen Fachwissen bedarf. Garkuk in der Glücksspiel-Pischbelunke und der neue Hilfskonstable Gary und Metatron. Die haben mich herausgefunden, dass ich hier bin. Wir glauben, dass beide in Bälde vom Entschöpfungsfieber heimgesucht werden und daran sterben. Das sollte diese Angelegenheit ein für alle Mal beenden. Was Constable Yabrin angeht, wir haben eine andere Möglichkeit, uns um sie zu kümmern. Sie wird bald schon genau der Verbrechen beschuldigt werden, denen sie gerade nachgeht. Ausgeglichene Gerechtigkeit und so weiter. Also werft eure alchemistischen Geräte an und stellt uns mehr von dem mächtigen Elixier her, Baron C. und Fürstin R. Sie sind hinter uns her. Und Grakuk, ich warne ihn. Ihr vernichtet die alchemistische Ausrüstung. Ja, aber so ein bisschen Mittel wäre doch gar nicht so schlecht, oder? So Koffein, so wenigstens, wisst ihr, so zum Wachbleiben. Dass man die ganze Nacht ein bisschen durchmachen kann. Es gibt im Moment so viele Spiele, die ich spielen muss. Das ist echt krass.
Also Elder Scrolls Online ist ja nur ein Spiel, was wir hier auf dem Kanal spielen. Der ist irgendwo hier, ich hab's gehört. Das war die Dings auch kaputt. Ja, genau. Und am Mittwoch gibt es World of Warcraft mit nicht Dragonfly, sondern War Within. Ja, letztes Add-on. Dann am Donnerstag Lost Ark. Da ist er. Alchemist. Ich lasse euch nicht mein Lebenswerk zerstören. Ihr kriegt mich niemals lebendig. Na doch. Nee, lebendig nicht, aber tot ist auch okay. Sehr schön. Man weiß nie, was einem noch so begegnet. Gefährtenfertigkeit freigeschaltet. Jawohl, mein Gefährte hat Level Up. Muss ich erstmal kurz verkaufen. Ja, wollen wir. Zwar nur den Schrott erstmal weg, aber Hauptsache wieder Platz haben. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die besten Sachen verkauft. Aber das, was man über 1000 Mal hat, geht locker weg. Weiße Sachen kann man relativ schnell verkaufen, wenn man nicht gerade Crafter ist. Jo, aber so. Hier kann auch weg. Des Lebens. Das sind alles immer nur so Standardsachen. Ja, komm, reicht aber. Wir machen wieder Platz. So, nein. Geschäfte und. So. Den hier wollte ich looten. Genau, die Jacke und die Anzeige. So, und zack, alles kaputt. Und auf zur Spielstube. Lebt der Dings noch? Ne, da war richtig in der Richtung. Lebt der, wer heißt da, der Ork noch? Der Schankwirt. Ui. Aber professionell. Super Abkürzung. Die wollen den Schankwirt killen, mich killen. Constable schuld werden lassen, der ist echt heftig. Böse Fürsten. Aber Geld regiert die Welt, ne? Da tun sich sogar Rivalen zusammen für. Und wir sind raus. An der frischen Luft. Sehr schön. So, aber schnell zur Kneipe. Was ist da los? Ich komme zur Rettung. Diese Schreckensvögel, die sind so hässlich. Ich habe bestimmt in den Spiegel geguckt und heißen seitdem Schreckensvögel. Da ist eine schöne Truhe. Ja, mein Herz. Aber wir fanden hier nur harte Arbeit und eine schreckliche Krankheit. Dieses Klingeln von Münzen. Ein herrliches Geräusch. Ja, was haben wir denn da jetzt bekommen? Einen Baum. Ah, das muss ich auch noch. Einrichtung, die Spieluhr. Die muss ich noch durchsuchen. Den Baum habe ich auch schon ein paar Mal durchsucht, ehrlich gesagt. Der Baum ist jetzt auch irgendwie nichts mehr Besonderes. Naja. Kann man ja nochmal ausgraben gehen, hat man mehrere Bäume. Wie viele Sachen ich noch rausfinden muss. Das ist echt Stress. Die Ausgrabungssachen. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Bin völlig falsch. Ich muss eigentlich zur Kneipe und lande irgendwie auf dem Marktplatz oder so. Auf dem Bauernhof. Ja, jetzt endlich. Weiß. Theater ohne Ende. Verdammte oh. Söldner haben mich überrumpelt. Warum lag da die ganze Zeit die Lampe? Constable Yabrin, sie platzten unmittelbar nach ihrer Ankunft hier herein. Söldner dem Aussehen nach. Ich versuchte ihr zu helfen, aber... Ich bin nicht mehr der Kämpfer, der ich einmal war. Sie
Sie haben Yarbrin mitgenommen. Wisst ihr, wohin sie Konstabel Yarbrin gebracht haben? Sie legten Wert darauf, laut zu schreien, damit jeder es hörte. Das Erschöpfungsfieber ist eure Schuld, eure und die eures betrügerischen Vaters. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Sie wollen ihr das unterschieben. Sie meinten, sie würden sie zum Ontos-Reservoir bringen. Im Norden, am Fluss. Da, guck, bleib bei mir. Oh nein. Oh nein. Egal, was wir machen. Wir machen's falsch. Alle sterben. Na, dann müssen wir halt die Münzen hier leider mitnehmen. Kann ja keiner mehr gebrauchen. Die vergammeln hier ja nur. Gold. Mein Schatz. Okay, wo müssen wir hin? Mal wieder woanders. Ich laufe einfach mal die Hauptstraße hier lang. Das ist immer wieder ein neues Hauptgebiet, so wo man hin muss. Und jetzt hier lang. Nee. Straße verpasst. Abzweigung verpasst. So schnell geht das ohne Navi. Zack. Ein Reservoir. Unterzeichnet das Geständnis, Yarbrin. Meine Geduld währt nicht ewig. Hier drüben. Macht meine Fesseln los. Aha. Hier sind sie alle. Her damit. Ich unterschreibe mit ihrem Namen. Falls es euch entgangen ist. Wir haben Gesellschaft. Der Hilfskonstabler. Söldner, tötet sie und werft das Elixier ins Reservoir. Komm, Traxale. Wir müssen hier weg. Haltet ihr die Söldner auf. Ich setze Karwein und Traxale nach. Ja, und einfach bringen ab. Wir es hinter uns. Ich hasse Gesetzeshüter. Ihr habt doch so super keine Chance. Söldner und Adam, das ist schnell. Bin ich doch schon. Was, ist schon tot? Was, ich hab gerade jetzt angefangen. Okay, und wie komme ich jetzt dahin? Nur für den Kampf soll ich jetzt hier rein. Tja, wo sind denn die beiden Barone? Eigentlich müssen wir hier nur noch einkassieren und dann killen. Müssten hier rausgelaufen sein. Da das sind ist sie. Weit genug, Baron. Ah. Ich habe sie. Was geschah im Reservoir, Hilfskonstabler? Der Konstabler weiß nicht, mit wem sie es zu tun hat. Ich fasse es nicht, dass ich mich von diesem Haufen gefangen nehmen ließ. Wenn meine Kameraden aus der Legion davon erfahren. Doch verratet mir. Habt ihr die Söldner davon abgehalten, das Reservoir mit dem restlichen Elixier zu verseuchen? Ja, ich besiegte die Söldner. Sie konnten die Fässer mit Elixier nicht ausgießen. Gut. Und wir haben genügend Beweise, die sie belasten. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Todes von Heilerin Nevama und meines Vaters, sondern auch in Bezug auf den Tod all dieser Arbeiter. Ihr Alchemist schuf ein Elixier, das die Arbeiter leistungsfähiger machte. Doch zu einem schrecklichen Preis. Ich muss euch etwas sagen. Karuk ist seine Verletzung erlegen. Das ist ein weiterer Todesfall, den ich ihnen anlaste, und alles im Namen des Gewinns. Sie planten, die Ortschaft zu vernichten, mir alles in die Schuhe zu schieben und sich mit ihrem Gold davonzumachen. Ich bin nur froh, dass ihr da wart, um sie mit mir aufzuhalten. Und was geschieht jetzt? Ich präsentiere die von uns gesammelten Beweise dem Magistrat in Skingrad und entscheide mit, wer den Hof und den Steinbruch übernimmt. Um Ontos Willen muss das Geschäft weitergehen, jedoch ohne die Gefahr des Erschöpfungsfiebers. Hier ist eure Bezahlung, Hilfskonstabler. Nebst meinem Dank. Ich hoffe, mein Vater kann jetzt in Frieden ruhen. Ich habe zu Ende gebracht, was er begonnen hatte, um die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Ich sorge dafür, dass sie die Strafe bekommen, die der Magistrat für passend hält. Sei es Kerkerhaft oder die Henkerklinge. Habt noch einmal Dank, Hilfskonstabler. Also, ich hätte die Leidensklinge, also warum nicht, ne? Was ist mit euch? Werdet ihr in Ontos bleiben oder zur Legion zurückkehren? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht genau. Ich will lange genug hierbleiben, um die Sache zu Ende zu bringen.
Kavain und Raxale ihrer gerechten Strafe zuführen, die Zukunft von Hof und Steinbruch mitentscheiden. Und dann? Das wird sich zeigen müssen. Ich ziehe weiter. Werdet ihr einen neuen Hilfskonstable anheuern? Das werde ich vermutlich tun müssen. Ich werde Hilfe dabei brauchen, den Rest der Söldner bei Hof und im Steinbruch zusammenzutreiben. Meine Güte, es gibt noch so viel zu tun, bevor ich entscheiden kann, wie es mit mir weitergeht. Wenn ihr mal wieder vorbeikommt, dann sollt ihr wissen, dass ihr in Ontos stets willkommen seid. Super, und schon wieder einen Bereich geschafft. Sehr schön. Quest erledigt. Gut. Legt uns in Eisen und bringt uns zum Magistrat. Ich nehme jede Strafe an, die beschlossen wird. Ja, das geht ja einfach. Okay. Das Gebiet ist fertig. Wie krass ist das denn? Ja, wir sind echt komplett durch hier. So, jetzt gibt es hier oben noch Minotaurenfährten lesen. Hier gibt es irgendwie ganz viele, ja, Briefe. Wein haben wir schon gemacht, das mit den Kulturen da. Diesen Baum wollten wir mal ausgraben. Und ganz hier unten in der Ecke ist eine Miniaturhalterung. Ich glaube, die brauchen wir. Wir gehen mal zu den Wegschreinporten da runter und holen uns die Halterung. Ja, wir sind nämlich wieder mit vielen Quests weitergekommen. Also ich glaube, das waren jetzt hier heute 5 Quests, die wir weitergespielt haben. Leider nicht die Hauptstory, muss man sagen. Ne? Also die Hauptstory ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Die ist doch fernab vom Weg. Dafür müssen wir immer ganz bestimmte Gebiete hinein. Aber ja, genau, wir kommen trotzdem ein bisschen weiter immer. Das ist die Hauptsache. Ich denke, ihr würdet gerne schneller und mehr Hauptstory sehen. Aber es gibt einfach zu viel zu entdecken. Hm? Wo bin ich denn? Die Map ist so komisch rangezoomt. Moment, jetzt ist es besser. Da war viel los in der Nähe von dem Wegschrein. So, hier haben wir eine Handwerkstation. Da sehen wir mal ein Set hier von den Westauen. Eins der neueren Sets im Spiel, die wir selber herstellen können. Sängerswacht entdeckt. So, wo ist es denn? Ja, was gibt's denn hier für ein schickes Set? Ne, Schmuck ist nicht so mein Ding. Lass mich sofort mal gucken. Irgendwie Schneiderkopf. So. Also, wir stellen ein Set her. Natürlich das stärkste von allem. So. So. 160er, mehr geht ja nicht, obwohl man 800 ist. Ist auch ein bisschen doof, dass man immer auf der 160er stecken bleibt. Irgendwie kein höheres Item-Level nie. Magie-Waffenkraft. Wenn ihr mit einem schweren Angriff mit voller Stärke Schaden verursacht, erhaltet ihr 4 Sekunden lang größere Raserei, was euren verursachten Schaden um 10% erhöht. Dieser Effekt kann jede Sekunde eintreten. Okay. Jacke des Ritterschlags. Naja, selber machen. Schlecht wäre die ja nicht, ne? Dann noch irgendeinen schönen Juwel hier drauf. Dann auch einen coolen Skin hier. Irgendwas. Ne, ihr seht ja, wie die Skins sich verändern hier oben. Irgendwann muss ich nun mal wieder was Schönes bauen irgendwie. Wie viele Skins es gibt. Die Leder, ne, bloß nicht. Ach komm, lass mal das. Ja, auf jeden Fall haben wir das Set jetzt auch gesehen. Oh. Und hier können wir jetzt gleich irgendwo ausgraben. Diese Richtung. Ich glaube, das ist aber wieder nur ein Teil von 5 oder so. Für so ein Artefakt. Ne? Bin ich hier richtig? Hallo? Nee, noch nicht ganz. So wie das da steht, müsste es sogar hier drüber hinweg sein. Das kann ja wohl die Wahr sein. Ich dachte nicht, dass es unten am Fuß. Ich habe jetzt keinen Bock, bis noch ins Wasser zu gehen. Wollen mich doch auf den Arm nehmen. Das ist echt ganz am anderen. Nee. So, was haben wir denn Schönes?
Orange, orange, grün. Jawohl, hier sind wir richtig. Gefällt mir. Dann wollen wir mal ausgraben. Ja, einiges auszugraben, ne? Also, ich habe ja jetzt doch ein paar Ausgrabungsstellen gefunden. Theoretisch müssten wir die auch alle mal machen, aber haben wir so viel Zeit heute? Nee, ne? Wir wollen doch heute noch ein bisschen was questen. Oder sind wir durch mit Quests? Seid ihr müde? Können wir nicht mehr. So, da haben wir die spiegelnde Miniaturhalterung. Okay. Jo, und ein Nebenfund. Mensch, wie gut sind wir denn heute? Kein Nebenfund mehr? Ach. Hatte mal Glück. Aber das war's mit dem Glück. Also, kann doch wohl wahr sein. Nee. Naja, gut. Wofür ist die denn gut? Oh, das erste von... von der Spieluhr. Noch vier andere Sachen müssen wir dafür finden. Ich glaube, die Spieluhr werden wir auch nicht in nächster Zeit zusammenbauen. Ja, was haben wir denn noch für Spuren? Den Baum haben wir schon zehnmal ausgegraben. Hier, runenverzierter Schmiedeständer. Der ist natürlich noch wichtig. Nur noch zwei Tage. Den habe ich vor ein paar Wochen gefunden und vergessen zu erspähen. Muss man natürlich gucken, dass man den auch kriegt. Ne? Ist doch klar. Schmiedeständer hört sich immer gut an. Vielleicht kann ich dann eine Schmiede einbauen. Oh. In mein Housing. So. Wenn ihr Fragen habt, ne, hier zu Spuren, Archäologie, zum generellen Ablauf hier von ESO, wie ESO so läuft, was alles für DLCs gibt oder andere Sachen, dann einfach in den Chat. Was hat mich jetzt bitte hier gefesselt? Weit und breit kein Mensch zu sehen und einfach so randommäßig, so, ich fessel mich jetzt. Was war das denn jetzt? Okay, wir gucken mal, ob diese Dings da ist, ne? Ihr seht ja auf der Minimap dieses Fragezeichen, das ist sowas, was wir mit den Map-Pins draufpacken können. Und hier können besondere Begegnungen passieren. Können. Müsste man. Schade. So, hier könnte eine Himmelsscherbe irgendwo sein. Kann. Muss aber auch nicht. Ich hoffe, da kann er wohl nicht da sein. Geht schon wieder. In die Himmelsscherbe. Boah, wie ätzend. So. Abgesehen davon, dass ich keinen Skillpunkt mehr gebrauchen kann. Bin mal gespannt, ob die irgendwann mal die Skillpunkte für irgendwas Cooles tauschen lassen. So von wegen, wenn man alles durchgeskillt hat, hat man so und so viel Skillpunkte verbraucht. Und ab einem gewissen Punkt kriegt man welche zurück. Bitte helft mir. Alles ist zerstört. Ui, eine neue Quest. Habt ihr es gespürt, Reisender? Der Boden ist so sehr erbebt, dass die Überreste unseres armen Dorfes um mich herum eingestürzt sind. Ich höre noch immer die Schreie meiner Nachbarin, als das Dach auf sie fiel. Tut mir leid. Das ist einfach alles zu viel. Euer Dorf? Ostumir. Früher einmal ein herrlicher Ort. Dann brach dieser grauenhafte Dschungel aus dem Nichts hervor und vertrieb uns. Wir wollten uns unser Zuhause zurückholen, aber jetzt wird das wohl nichts mehr. Dazu sind zu viele gestorben. Oh, ich hoffe, dass dieser nette Waldelf noch mehr Überlebende gefunden hat. Tja, auf einmal war hier ein Dschungel. Welcher nette Waldelf? Beragon. Er kam nach Ostumir, um nach seiner Freundin zu suchen. Grünsprecherin Surilen nannte er sie. Nach der Katastrophe half er, ohne zu zögern. Ihr solltet ihm beistehen.
Er sucht nach Überlebenden und könnte Hilfe gebrauchen. Ich werde Beragon suchen und sehe, wie ich helfen kann. Ihr findet Beragon auf der Straße vor Ostumir, gleich nördlich des Dorfes. Er hat ein kleines Lager für die Überlebenden errichtet. Sagt ihm, dass ich euch schicke. Wir sind für jede Hilfe dankbar, Reisende. Man findet in dieser Welt nur selten viel Güte. Erzählt mir von Ostumir. Ich sah unser kleines Dorf von ein paar Zelten zu tatsächlichen Gebäuden anwachsen. Es war ein wunderschöner Ort. Dann wuchs plötzlich der Wald um uns herum. Bäume und Wildwuchs brachen durch die Pflasterstraßen und verdrängten die Häuser. Wir flohen in Panik. Und dann erbebte der Boden? Nein, der Wald entstand vor Monaten. Einige von uns wollten zurückkehren, um unser Dorf aus diesem unnatürlichen Dschungel zurückzugewinnen. Und es lief auch gut. Dann erbebte der Boden und was von Ostumir noch übrig war, stürzte um uns herum ein. Und warum seid ihr nicht im Lager geblieben? Ich bin mir nicht sicher. Ich wurde von herabstürzendem Geröll verwundet. Dann ging ich einfach los. Ich hielt hier inne, um zu rasten. Und dann kamt ihr vorbei. Ostumir gehört nun wahrlich diesem Dschungel. Aber vielleicht könnt ihr ja Überlebenden helfen. Ihr und dieser nette Beragon. Ja, also auch dieser Wald ist irgendwann zwischendurch erschienen. Ja, auch das ist halt nicht normal, dass der Wald hier ist. Ich bin völlig überfragt, was denn in der Hauptgeschichte hier überhaupt passiert bei dem Spiel. So, und da ist gerade ein Anker unterwegs oder ein, ja, wir nennen es sich ein Spiegelmoor. Da gehen wir jetzt sofort mal hin. Das ist nämlich eine tägliche Aufgabe. Was du mir machen wir dann später. Und Beragon treffen wir dann auch wieder. So, jetzt machen wir erstmal das hier mit. Kurz das Buch hier lesen, damit wir es nicht vergessen. So, neues Buch gefunden. Komm schnell, bevor hier alles gut ist. Oh Gott. Hab ich's verpasst? Um eine Millisekunde. Doch verpasst um eine Millisekunde. Ist das mega ätzend. So ein Mist wieder, oder? Das war eine Millisekunde. Eine einzige. Ich hätte nur einen Schuss abgeben müssen. Nein. Oh, da. Oh. Kennt der Louis die Finesse? Nein. Nein. Ah, nein. Da kriege ich ja wieder die Krise und sowas. Na gut, ja, dann herzlichen Glückwunsch, umsonst geritten, bisschen die Gegend gesehen. Das war's für die Spiegelmoor. Keine tägliche Quest erledigt, kein Spiegelmoor abgearbeitet, das haben wir nämlich noch nicht gemacht gehabt. Ja, so kommt's. Okay, also das hier ist Ostumir, hier der Wald ist abrupt erschienen, sagen die ganze Zeit, dieser Urwald. Warum, weshalb, wieso, weiß man nicht. Dann gibt es hier noch so eine Aschefront, würde ich sagen. So eine ganz eklige Gegend. Also so wirklich verstehen, woher kommt der Wald auf einmal? Woher diese Front hier, diese Spiegelfront? Also ich verstehe es nicht, ja. Also bis jetzt verstehe ich die Geschichte überhaupt kein bisschen, was die Daedra hier machen. Also diese eine Daedra hier macht. Ithelia oder wie die neue Fürstin der Daedra heißt? Möglich. Wir treten diese Reise jedes Jahr an. Gib mir einen Augenblick, mich zu orientieren. Das wäre nicht passiert, wenn wir nicht dauernd streiten würden. Das lenkt mich ab. Ich glaube, das sind die Pilger. Ich gebe es nur ungern zu, doch Agmund hat recht. Unsere verfluchte Debatte über das Molag-Bal-Paradox brachte uns ja überhaupt erst in diese Lage. Was ist das Molag-Bal-Paradox? Es lautet wie folgt. Molag-Bal ist der daedrische Fürst der Unterwerfung. Er widersetzt sich stets den Wünschen anderer. Wenn nun jeder den Glauben zum Ausdruck brächte, es gäbe ihn, würde er dann zu existieren aufhören, weil sein Wesen von ihm verlangt, dass er sich den Wünschen anderer widersetzt? Mhm, und worum geht es in der Debatte? Die Frage geht von der Anfangsannahme aus, dass Molag-Bal den metaphysischen Regeln des Universums unterliegt, das wir Aorbis nennen.
Wenn das wahr ist, ist er dann wirklich ein Wesen der reinen Unterwerfung, in dem Sinne, dass er alles andere unterwirft? Boah, alles so Theoretiker hier. Kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, das könnt ihr. Was denkt ihr über das Paradox? Vielleicht können wir dann unsere Debatte begraben und uns darauf konzentrieren, nach Skingrad zu kommen. Ihr solltet unsere beiden Meinungen dazu hören, bevor ihr euch entscheidet. Nun, ich weiß jetzt, welchen Weg wir einschlagen müssen. Doch ich bin gespannt, was dieser Fremde nun zur Diskussion beitragen will. Da das eine Errungenschaft ist, müssen wir uns das jetzt hier mal kurz anhören. Das Molag-Bal-Paradox ist ein Klassiker. Ich wollte mich richtig darin verbeißen, weil ich weiß, dass Isaias nicht gerne über Daedra spricht. Doch ich glaube auch, dass man sich damit gut die Zeit vertreiben kann. Und was denkt ihr über das Paradox? Ich hatte das Gefühl, Molag-Bals Lebendigkeit impliziere, dass aurische Kräfte nicht wollen, dass er existiert. Und er deshalb beschloss, in trotzigem Widerspruch am Leben zu bleiben. Was wiederum impliziert, dass das Universum uns ganz allgemein Leid wünscht. Was sowohl unterhaltsam als auch traurig wäre. Ah, ja. Sprecht mit Argmund und hört euch seine Argumente an. Ich teile euch meine mit. Dann erläutert ihr uns eure Perspektive als Außenstehende. Ja, was denkt ihr denn über das Paradox? Da anuische und padomaische Kräfte Molag-Bal zur gleichen Zeit sowohl stützen als auch sich ihm widersetzen. Widersetzt und unterwirft er sich zur gleichen Zeit dem Willen anderer. Was wiederum bedeutet, dass Molag-Bal entweder nicht vollkommen dominant oder nicht vollkommen echt ist. Oh mein Gott, ich hab da ein paar Gedanken. Bitte, lasst sie uns hören. Vielleicht können wir dann unsere Pilgerreise abschließen. Auf uns wartet ein bequemes Gasthaus und eine Flasche Wein in Skingrad. Ja, wisst ihr, ich bot Molag-Bal die Stirn. Daran habe ich keinen Zweifel. Wir alle müssen irgendwann unserem inneren Molag-Bal die Stirn bieten. Das Ringen der Vernunftbegabung. Wir können nicht kontrollieren, was wir ersehnen. Als Mitphilosoph zolle ich euch Beifall. Danke. Nun, vielen Dank, dass ihr unsere Gedanken erduldet habt. Wir sollten aufbrechen. Skingrad erwartet uns. Gehen wir jetzt los, Agmund. Mit etwas Glück gibt es noch Süßkringel in der Bäckerei, wenn wir endlich ankommen. Oh, den Acht sei Dank. Ich wollte das Gleiche sagen, Isaias. Leb wohl, Reisender. Danke. Oh, das war ein Pilger. Und die Errungenschaft ist diese hier. Also, wir gehen hier hin und sagen Gold Road. Sagen erkunden. Und gehen nach ganz unten. Und dann gibt es hier Wein und Waffen. Und sprecht mit den Julianus-Pilgern. Ja, jetzt müssen wir nur noch Schausteller anheuern und Reikmannen-Botschafter finden. Dann kriegen wir eine neue Montur. Ich bin mal gespannt, wie die dann aussieht. Einen neuen Stil. Mal gucken, wie gut wir dann aussehen. Ich hoffe, man kann den dann sofort auswählen und anziehen oder so. Nee, das ist ja eigentlich Monturstil, ist ja, was man craften kann, ne? Das ist ja gar nicht. Jetzt mal kurz gucken, wie heißt das? Das ist ja keine Verwandlung oder keine Persönlichkeit. Oder Erscheinung. Oder Kostüm ist es auch nicht. Ne, das ist ja nur Monturstil. Aber gut, immerhin Monturstil, ne? Also, nicht schlecht. Wenn wir noch zwei von diesen Random-Begegnungen machen. Jo. Aber jetzt, wo ist die Ausgrabung? Was ein Riesengebiet. Eieieiei. Bis wir die hier finden, das dauert aber noch ein Stündchen. Macht ihr Archäologie? Also macht ihr diese Ausgrabung und sowas? Ist das was, was ihr gut findet? Oder habt ihr gesagt, nee, komm, Ausgrabung und so, Greymoor spiele ich gar nicht. Finde ich langweilig. Ah, guck mal, was ist... Oh. Geh da hin, die Wespe. Ihr habt nicht mitgezählt, oder? Ich auch nicht. Darf Wespen nicht töten. Was hätte ich jetzt mit der machen sollen? Hätte ich die streicheln sollen oder was? Also. Da war doch irgendwas. Wespen töten darf man nicht, ne? Irgendwie so. Oh Gott, wo müssen wir denn hier hin? Ich laufe hier wie ein Doof.
um alle möglichen Punkte hier, um diese komische Ausgrabung zu finden. Kann aber alles nicht wahr sein. Ah, vielleicht hier oben auf dem... Da. Endlich. So, nächste goldene Ausgrabung. Was kriegen wir diesmal für ein Stück von 500 Stücken? Find und berg die Antiquität. Schmiedestände. Ah, da brauchen wir auch bestimmt wieder 3 oder 4, 7 Ausgrabungen für mehrere Ersatzteile. Hä? Oh Gott, wo ist der denn jetzt? Der ist nicht leicht zu finden jetzt. Doch, da. Läuft. Da muss man schon aufpassen, wie man ausgräbt. Jetzt gleich dürften wir es haben. Ja. Okay, noch ein paar zusätzliche Gegenstände. Gucken, ob wir noch was Hübsches finden. Ne. Aber immerhin. Den Schmiedeständerhammer, wofür ist er denn gut? Oh, schon 2 von 5. Läuft. Okay, das sieht doch gut aus. Wir haben wieder schöne Artefakte gefunden. Den Baum können wir das nächste Mal ausgraben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute viele, viele Quests in einem kleinen Dörfchen geschafft. Ich fand es ziemlich cool. Wir haben heute nämlich hier, zack, endlich Ontus erledigt. Und in... Ja, beim nächsten Stream gehen wir mal hier oben alles erledigen. Ne? Hier oben diese ganze Nordseite. Wir gehen hier durchs Verlies. Gehen hier durch diesen Questteil, durch diesen Teil hier. Also wir haben einiges zu tun. Aber was da auf uns zukommt, das wissen wir noch nicht. Ne? Das ist das, was wir nächsten Montag hier machen. All das kurz online. Da haben wir schon die nächste Quest wieder. Ja, wir müssen erstmal so weiterspielen. Können nicht überall die ganzen Quests annehmen, sonst haben wir keinen Platz mehr im Questloch. Genau, nächsten Mittwoch WoW, nächsten Donnerstag Lost Ark hier auf dem Kanal. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zu den Spielen, die ich so spiele, Herr der Ringe Online zum Beispiel auf YouTube, ne, da könnt ihr auch gerne was zu Herr der Ringe fragen. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like, dann ein Abo, ein Follow und Subscribe, ein Herzchen, einen Daumen hoch, ein Plus. Ein, ja, was es alles sonst noch so gibt. Mir fällt gerade nicht alles ein. Ein Like, ein Gefällt mir und so weiter und so fort. Dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye. Moment, ich muss noch mal ganz kurz professionell hier meinen Abschluss-Emote machen. Mein Lieblings-Emote. So. Und tschüss.